Ja, hallo und herzlich willkommen beim Steiermark 1 Sportstudio. Heute direkt aus Leimnitz, der steirischen Hauptstadt des Tennis. Mit folgenden Themen: Tennis natürlich mit dabei, Fußball und die Modell Kunstflug AM. Nehme jetzt Günther Grimberg, steirischer Nachwuchskoordinator. Günther, das Wilson Circuit Masters heute in Leimnitz. Was ist das eigentlich für eine Turnierserie? Das ist die steiermarkweit größte Turnierserie. 500 Kinder und Jugendliche haben im Laufe dieses Sommers daran teilgenommen. Und jetzt sind halt die besten 16 in jeder Altersklasse für dieses Masters hier in Leibniz qualifiziert. Leibniz, ja, der Geburtsort von dem Tennis-Hero Thomas Muster. Ist schon so ein Nachwuchs-Thomas Muster irgendwo abzusehen? Ja, da fehlt natürlich noch viel zu, aber dafür sind wir jetzt hier in Leibniz, um das in unserer neuen Trainingsstätte, die vielleicht Nachwuchssäulentalente so weit zu bringen, dass wir vielleicht in einigen Jahren wieder einen neuen Thomas Muster haben. Wie jung soll man, kann man mit dem Tennissport anfangen, damit vielleicht dann auch was Professionelles was werden könnte? Ja, zu früh gibt es eigentlich nicht, aber die wirklich guten Spieler fangen schon heute mit dem 6., 7. Lebensjahr mit Tennis an. Und das Finale, das jetzt in Leimnitz stattfindet, das ist durchaus ein Titel, der sich dann sehen lassen kann, wenn man Wilson Mastersieger ist. Auf jeden Fall. Es gibt gute Beispiele. Ich glaube, Oliver Marach hat das Turnier sicher gespielt und es gibt einige Steirer, die das gespielt haben und gewonnen haben und von denen man jetzt auch im Fernsehen sieht. Ja, Günther, wünschen wir dir und dem Steirischen Tennisverband alles Gute für die Nachwuchsarbeit. Ja, und vielleicht kommt da bald wieder der neue steirische Thomas Muster. Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die mittlerweile viel Erfolg hat. Und das ist der KSV Superfund. Und wir haben den KSV beim Trainingslager in Maria Lankowitz begleitet und ein Interview mit Werner Gregoritsch, eine kleine Zwischenbilanz gemacht. Peter Harrer berichtet. Die KSV Superfund Bundesligamannschaft nützte die kurze Länderspielpause für einige Trainingstage in Bieberstein. Allerdings ohne Matej Mavrić, er spielt im slowenischen Nationalteam, und Deni Alá, er wurde ins U21-Team einberufen. Ich bin Werner Gregoritsch, die KSV Superfund wählt auf ein Trainingslager hier in Bieberstein. Wie sind die Bedingungen in Bieberstein? Ja, wir sind ja schon, glaube ich, das 5. Mal hier. Wir haben natürlich auch eine Freundschaft zum Betreiber, zum Hubert Scher gewonnen. Beziehungsweise ich kenne ihn ja schon sehr lang, weil ich auch mit dem GRK hier war, als ich Cupsieger geworden bin. Und wir sind natürlich hochzufrieden. Es ist ein wunderbares Ambiente. Es wird natürlich auch sportlich geschaut auf uns. Der Platz ist in Ordnung. Wir können super trainieren. Wir können auch den See, das Freizeitzentrum nutzen. Und vor allem muss ich dazu sagen, auch das Hotel spielt für uns natürlich alle Möglichkeiten vom Essen anfangen über Regeneration, Sauna. Und das ist natürlich für uns gerade in der Situation sehr wichtig. 6 Runden sind in der Deep 3 Bundesliga gespielt. Wenn wir so ein Kurzresümee machen, Platz 5 ist ja nicht schlecht. Naja, das hat uns ja keiner zugetraut, weil wir ja die Mannschaft wieder enorm verjüngt haben. Wir haben namhafte Spieler abgegeben, haben junge, talentierte Spieler geholt. Und wie gesagt, es haben alle sich sehr gut integriert. Ich bin sehr glücklich, vor allem, dass Dominik Daboga zurückgekehrt ist, der Mannschaft enorm viel hilft, auch außerhalb des Platzes. Ist mit dem Milan Fukal ein idealer Kapitän. Und es ist so, dass wir eigentlich sehr, sehr gut begonnen haben. 6 Runden ist natürlich eine sehr schöne Sache, 5. Platz. Wenn das am Schluss die Endplatzierung war, dann wäre es, glaube ich, die Sensation des Jahres mit unserem Budget und unseren Möglichkeiten. Aber ich sage nochmal, wir wollen ganz einfach in der Liga bleiben, wollen sie etablieren, und darum war der Start sehr wichtig, vor allem für meine jungen Spieler, weil sie auch dementsprechend Erfolgserlebnisse brauchen. Zurück jetzt von der großen Lederwuchtel zum kleinen Filzball. Jetzt nehmen wir Andi Kirsch, Geschäftsführer des Steirischen Tennisverbandes. Der ist ja übersiedelt hier nach Leibnitz. Wieso eigentlich? Naja, wir haben seit 2004 mit dem Projekt Musterland Steiermark eine neue Heimat gesucht, hätten die in Graz bekommen sollen, und haben das jetzt im heurigen Jahr in Leibniz endlich bekommen und haben jetzt unsere neuen Büroräumlichkeiten einfach in Leibniz. Jetzt sind wir schon eine Zeit ja herunten. Wie zufrieden seid ihr? Wie wohl fühlt ihr euch jetzt hier in Leibniz in der Südsteiermark? Es ist wunderbar, nicht nur die herrliche Umgebung, wenn man da auf das Schloss Seckerberg hinaufschaut. Die Rahmenbedingungen sind einfach perfekt hier in Leibniz auf der neuen Tennisanlage, und wir freuen uns schon, da hier unten eine gute Arbeit leisten zu können. Und dann wünschen wir dem Tennisverband alles Gute und viel Erfolg. Und wir spielen jetzt einen hohen Lob hinauf in die Obersteiermark und berichten jetzt von der Modell Kunstflug AM in Kapfenberg.
Rund eine Woche lang gastierte die 15. Modellkunstflug-Europameisterschaft am Flugplatz in Kapfenberg. 25 Nationen kämpften bei nicht immer optimalen Bedingungen um die Krone im Kunstflug. Waren es zu Beginn des Bewerbs noch 68 Teilnehmer, stellten sich im Finale nur mehr die besten 10 den Kampfrichtern. Mit Argusaugen wurde dabei jede Figur genauestens beobachtet und bewertet. Auch der amtierende Welt- und Europameister Christoph Perceur-Leroux war mit von der Partie und bewies auch in diesem Jahr, dass er seine Titel nicht zu Unrecht trägt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Österreicher Gerhard Mayer ging die Krone schlussendlich wieder nach Frankreich. Ich bin so glücklich, der Wettbewerb war wirklich nicht einfach. Es war bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war sicherlich der härteste Bewerb, an dem ich je teilgenommen habe. Deshalb freut es mich umso mehr, hier gewonnen zu haben. I'm so happy to win. Von Traurigkeit war im österreichischen Team dennoch keine Spur. Schließlich darf man sich von nun an Modellkunstflug-Vize-Europameister nennen. Traum ist in Erfüllung gegangen für mich. Ja. Es war ja vom Wetter her nicht perfekt. Wie waren so die Bedingungen hier am Kapfenberger Flugplatz? Ja, jetzt am Finaltag heute war es wirklich, ich sage, fast perfekte Bedingungen. Es war zwar nicht Sonnenschein, aber Windbedingungen und so auch ganz faire Verhältnisse für alle Teilnehmer. Jetzt bist du Vize-Europameister. Welche Ziele sind die nächsten? Ja, Ziele sind natürlich noch weiter nach oben, aber es ist beinharte Arbeit. Ja. Nicht nur die Überflieger, sondern auch die anwesenden Ehrengäste freuten sich über die gelungene Europameisterschaft in der Böhlerstadt. Ich bin sehr froh, dass die Steiermark diese Europameisterschaft erhalten hat. Hochklassige Europameisterschaft, qualitativ wirklich erstklassig, und man hat gesehen, es sind 25 Nationen da. Das ist die Elite, und das gibt natürlich auch der gesamten Steiermark, unserem Sport in der Steiermark, Modellflugsport, einen großen Auftritt. Ja, wir freuen uns vor allem, dass dieser Event in Kapfenberg stattfinden hat können. Ich habe die ganze Woche über bewundert, die sind bei strömendem Regen geflogen, haben ganz tolle Leistungen gebracht, und ganz besonders freut es uns natürlich, dass in Kapfenberg, in der Steiermark, in Österreich, auch Österreich so gut abgeschnitten hat. Wir haben gehört, auch von allen Wirten und den Beherbergern, dass die Herrschaften auch fleißig in der Region unterwegs waren. Das heißt, dass sie auch hier zur Belebung beigetragen haben. Insgesamt kann man sagen, ein ganz gelungener Event. Ja, und jetzt wieder zurück zum Tennis. Einer, der hoch hinaus will und gezeigt hat, dass er es kann, ist jetzt nicht mehr. Tobias, U12 steirischer Meister. Wann hast du den großen Titel geschafft? Beim letzten Turnier, vor drei Tagen circa. Und ja. Dein erster großer Titel jetzt gewesen? Nein, jetzt schon zum 7. Mal steirischer Meister. Was sind so deine großen Ziele? Jetzt bist du steirischer Meister, jetzt vielleicht mal nächster Schritt österreichischer Meister? Ja, wäre cool, wenn es geht. Was sind so deine großen Vorbilder im internationalen Profizirkus? Roger Federer und früher auch Thomas Muster. Und jetzt beim Tennis Masters hier, beim Wilson Masters, ist auch dein Ziel, nehme ich an, der Turniersieg? Ja, das wird hier jetzt schwieriger, weil es jetzt auch 14 ist. Mal schauen, wie es läuft. Ich hoffe gut. Ja, Tobi, dann wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, es läuft. So, und ob aus meiner Nachwuchstenniskarriere noch was wird, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das war's aber zumindest vom Steiermark 1 Sportstudio. Bis zum nächsten Mal. Ciao!